Herzlich willkommen zu diesem Video. Ich hatte euch ja erzählt, dass ich die Anlage bei Zeiten auf Mach 3 umrüsten möchte. Und das ist jetzt passiert mit der Karte, die ich euch auch gezeigt habe in dem vorherigen Video. Und ich möchte jetzt einmal zeigen, wie die Karte performt. Also generell muss ich sagen, dass ich sehr zufrieden bin mit der Leistung. Das heißt also, für meinen Geschmack performt die Anlage besser. Man kann höhere Schnittgeschwindigkeiten fahren und auch vor allem höhere Eilganggeschwindigkeiten. Zu der Einstellung, das hatte ich euch ja bereits gezeigt, das heißt im Prinzip sind jetzt hier in Mach 3 keine Einstellungen anders vorgenommen worden, als wie ich sie euch gezeigt habe im vorherigen Video. Und jetzt würde ich gerne einfach mal das Schneidprojekt starten, das heißt man sieht es hier in der Vorschau und insofern will ich euch jetzt nicht länger aufhalten. Wir starten das System mal und schauen, was passiert. Das war es jetzt schon von dem Schneidprozess. Für den ersten Versuch bin ich wirklich sehr zufrieden, muss ich sagen. Ich habe natürlich jetzt auch keine Langzeitstudie für euch durchgeführt. Das heißt, ich kann jetzt nicht sagen, wie stabil die Karte jetzt im Dauereinsatz läuft. Aber generell bin ich erstmal überrascht, dass das doch alles so reibungslos funktioniert hat hier. Prinzipiell kann ich schon sagen, dass diese Karte auf jeden Fall unempfindlicher ist, was Störeinflüsse angeht. Denn ich habe jetzt hier auch das IBM ThinkPad wieder installiert. Das heißt, ich hatte das vorher schon mal mit GABL probiert. Und da ist es eben so gewesen, dass dieser Laptop zumindest ständig abgestürzt ist. Das heißt, mindestens so oder spätestens würde ich so behaupten nach 10 Sekunden Schneidprozess. Das ist jetzt schon mal wieder nicht der Fall. Also generell bin ich jetzt erstmal von dem ersten Eindruck sehr zufrieden. Wenn es jetzt hier noch größere Probleme gibt dann mit dieser Karte, die auftreten können ja durchaus mit der Zeit, dann werde ich euch Bescheid sagen. Schauen uns jetzt noch mal einmal die Schnittqualität an. Okay, das ist festgebacken. Aua. So, auf der entgegenliegenden Seite sieht es auch gar nicht so schlecht aus. Wenn man bedenkt, dass jetzt die Brennerhöhensteuerung noch nicht installiert ist, ich zeige euch aber mal kurz, wie ich die Steuerung jetzt angebracht habe. Prinzipiell habe ich sogar schon einen THC-Controller. Aber der kommt dann erst bei Zeiten. Das ist jetzt erstmal hier die Karte, die verbaut ist. Das heißt, alles noch so ein bisschen quick and dirty. Hier kommen noch ein paar Sachen dazu. Hier unten kommt dann der THC-Controller auch am Ende hin. Das heißt, wir werden dann zusammen mal testen, ob wir das hier mit dem Controller ans Laufen bekommen. Da bin ich mir aber noch nicht so sicher, weil ich habe das schon einmal ganz kurz ausprobiert, aber das ist schon wieder mindestens ein Jahr her. Und da eben GABL nicht die Möglichkeit bietet, eben THC zu installieren, wird das jetzt auch alles innerhalb der nächsten Videos kommen. Aber prinzipiell muss ich sagen, dass ich sehr zufrieden bin jetzt aktuell mit dem System hier. Ich habe den Plasmaschneider auch noch mal ein bisschen weiter weggestellt von der Anlage. Aber das macht auch, wie gesagt, keine Auswirkung. Ich werde mal schauen, ob ich mir irgendwoher so einen Plasmaschneider mit Hochfrequenzzündung her besorgen kann, wenn jemand von euch da einen gerade über hat oder beziehungsweise zu Testzwecken zur Verfügung stellen möchte, dann ist er natürlich sehr
oder bin ich sehr, wäre ich sehr froh darüber, wenn das irgendwie wir das in die Wege leiten könnten. Dann könnte ich nämlich dieses Thema auch noch einmal für euch mit durchtesten, ob das eben hier gescheit funktioniert auf der Anlage mit dem Controller. Und ja, ansonsten hoffe ich, dass euch der kleine erste Eindruck hier gefallen hat. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.